Kinderdorf Pestalozzi in Drogen wird umgebaut. Der äußerlich schmucke Zustand täuscht. Auch wenn die Häuser regelmässig professionell unterhalten worden sind, sind sie in einem schlechten Zustand. Das Dorf ist nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden. Und die Häuser, die sind eigentlich nie substanziell renoviert worden. Und darum ist die Bausubstanz von allen Häusern ziemlich veraltet. 1946-47 sind die Häuser von freiwilligen Helferinnen und Helfern in kürzester Zeit aufgebaut worden. Wegen der schlechten Isolation der Gebäude sind aber heute die Energiekosten zu hoch. Auch die sanitären Anlagen sind ungenügend und die elektrischen Installationen mangelhaft. Also vor allem war es wirklich sehr, sehr kalt. Also ich denke, das macht auch sehr, sehr schlechte Laune. Also überall hat es einfach reingezogen, also wirklich kalte Luft reingezogen. Und die Jugendlichen sind total unzufrieden gewesen. Und das zweite Problem ist natürlich Badzimmer gewesen. Also sie haben wirklich nur ein Badzimmer, also 5 Personen müssen teilen. Und das ist wirklich zu wenig gewesen. Außerdem entspricht die Raumaufteilung der Häuser nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Früher hatte es ja über 10, 15, 20 Kinder bis in ein Wohnhaus hinein. Heute sind es noch 6 bis 8 Kinder. Das ist heute die optimale Grösse einer Wohngruppe. Dementsprechend müssen wir auch die Wohnhäuser anpassen. Heute hat jedes Kind ein einzelnes Zimmer. Jeder Jugendliche hat ein eigenes Zimmer, also ein eigenes Privatzimmer. Und sonst haben wir wirklich genug Aufenthaltszimmer, also so, dass sie sich wirklich auch gut aufteilen können. Also vor allem haben wir im Keller also neue Werkzimmer, also Werk- und Bastelzimmer und so Fernsehzimmer. Und da im oberen Bereich ist eher so Wohnzimmer. Also es sind einfach so unterschiedliche Räumlichkeiten, wo sich Kinder und Jugendliche können bewegen und natürlich auch wir mit ihnen zusammen. Also ich muss schon noch sagen, so Lebensqualität hat dann schon noch gesteigert. Am Schluss werden alle Häuser renoviert werden, wobei das ist ein längerer Prozess. Also wir werden sicher etwa 10 Jahre brauchen, bis dann am Schluss alles renoviert wird. Ein grosses Projekt ist sicher das Schulhaus. Das wird abgerissen und es wird ein neues Schulhaus gebaut. Was man vielleicht auch noch wissen muss, ist nicht nur ein Schulhaus, sondern das wird auch ein Treffpunkt sein für die Austauschgruppen, wo die Austauschgruppen ihre Workshops und Seminare werden halten. Im jetzigen Schulhaus sind die Räumlichkeiten so angeordnet, dass man den Schulbetrieb für das Kinderdorf, für das Wohnheim Kinderdorf, nicht trennen kann von den Austauschaktivitäten. Und das gibt zum Teil einen Nutzungskonflikt. Im neuen Schulhaus haben wir das sehr schön gelöst, indem wir eigentlich 2 Gebäudeeinheiten haben, die verbunden sind. Und in der einen Gebäudeeinheit werden vor allem die Austauschaktivitäten stattfinden, während in der anderen Gebäudeeinheit ist nachher die Schule vom Kinderdorf unterbracht. Im Kinderdorf wird sanft renoviert. Und wie wird der Umbau finanziert? Bei der Finanzierung ist es so, dass wir dem Moment, wo wir gestartet haben, mit dem Jubiläum, also vor 4 Jahren, gesagt haben, wir müssen die ganze Finanzierung unabhängig vom laufenden Geschäft machen. Das heisst, wir haben eine eigene Kampagne nur für die Doverneuerung. Von der Strategie her ist es so, dass wir gesagt haben, wir nur das renovieren, wo wir auch das Geld dafür haben. Man sieht auch noch in den alten Beiträgen, wie die Häuser von freiwilligen Helfern aufgebaut worden sind. Entsprechend ist die Qualität. Man hat aber bis heute immer nur von der Substanz gelebt und hat viel zu wenig in die Renovation hineingesteckt. Die Idee ist die, Spendengelder sollte man ja grundsätzlich für Projekte und für Kinder und Jugendliche ausgeben und nicht unbedingt in die Häuser stecken. Aber mit der Dorferneuerungskampagne wollen wir ganz klar auch zeigen, dass wir als Kinderdorf glauben. Und die Ausgaben, die wir bis jetzt gemacht haben, sind 3 Häuser, die praktisch fertig sind, pro Haus im Rahmen von etwa 550'000 Franken. Es stehen noch viele Häuser im Kinderdorf. Die meisten warten auf Renovation. Mehr über das Kinderdorf und über die Dorferneuerung erfahren Sie auf der Website www.pestalozzi.ch.